Gewitter. Wollte mich in die Verdammnis stürzen. Ach, das ist ja auch nett. Ja, ja. Upsi. Scheiße. Jetzt geht das wieder los. Okay, man, kann man das irgendwie abbrechen? Nope. The Puzzle Wrangler. The Vocal Writer. The Jack of All Trades. The Netrunner. The Scripting Wizard. The Earhole Tickler. Okay. Es ist wieder von Anfang. Ja. Yep. Ja, ja. Und muten im Discord. Ja. I'm on the way. Oh nö, das heißt, wir müssen auch alles wieder neu vorlesen, ne? Nö. Mach jetzt Speedrun. Er war so golden, ja. Tada. So, jetzt sind wir ja eigentlich halbwegs wieder da, wo wir vorher waren. Haben wir gar nicht viel geschafft. Nee. So, hier war die Techniker-Krankenkasse. Jetzt gehe ich noch auf die andere Seite. Hä? Ich fühle mit Dinge. Hä? War doch gerade was. Hä? Wart ihr hier letztes Mal auch schon? Ah, okay, das war vorhin nicht da. Ich bin jetzt durchgelaufen und habe den Schädel mit dem Buch da angequatscht. Und jetzt sind erst die Runendinger über den Teilen, die du mit den Plattformen rauf und runter schieben kannst. Vielleicht. Okay. Dann gehe ich nochmal dahin, wo ich dich hoch und runter schubse, ja? Ich gucke gerade noch, ob ich irgendwen anders noch anquatschen kann muss. Ob dann vielleicht auch irgendwas passiert. Wo ist denn mein Rick Astley? War ich hier schon? Welcome home, ja, hier war ich schon. Kann man es natürlich nie merken, wo ich schon war. Hier ist er. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Okay, jetzt muss ich mir den Weg wieder zu den Plattformen finden. Hier war wieder Kinderlachen. Hm. Die sind Kinder, bei mir nicht. Bei mir sind nur Skelette. Ah, ich bin wieder am Anfang. So, soll ich jetzt zu dem Fisch gehen oder da, wo die Plattformen sind? Gute Frage. Wo bist du jetzt? Ich bin in der Nähe der Plattform. Ja, dann gehe ich da nochmal hin. Okay, du kannst mich mal hochfahren. Mit welcher? Die? Nee, die nicht. Die ist gut, ja. So, jetzt kann ich hier drücken. Jetzt ist das rot. Jetzt nicht die erste, sondern die letzte verbleibende. Ja. So, jetzt ist das hier auch rot. Das da hinten bleibt, glaube ich, rot. Jetzt gehe ich auf das nächste. So. Das leuchtet nur. Das macht mir da jetzt einen Weg auf. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Ja, da sehe ich halt 2.3.1.1.3. Hier ist noch ein Buch. Habe ich das gelesen? I've decided to document my stay in this manifest nightmare. Das habe ich gelesen. Paranoia. Schon, dass irgendwas mich aus den dunklen Ecken beobachtet in diesem Irrgarten. I've made sure to stay as close as possible to the glowing orbs. Whatever they...
Also bei den Glowing Orbs hier so ist er sicher, aber mir passiert so auch nichts. Immer noch kein Kontakt mit Emilia. 2, 3, 1, 1, 3. Gott, das warst du jetzt, ne? Ja. So, hier kann ich nichts mehr drücken. Nee. Oh, warte mal. Beam me up, replay your debt, command soul. Für dein Rauf und Runter habe ich jetzt ein Achievement gekriegt. Aber hast du jetzt was gebracht? Fahr den nochmal hoch von gerade? Die? Nee. Den, ja. So, hier kann ich die Runen nicht drücken. Hier ist ein Orb. Du bist unheimlich mit deinen Chips. Ich habe aber gar nichts mit meinen Chips gemacht. Das warst du jetzt nicht? Nein. Oh Gott, wer war das? Hörst du, ich kau nicht. Okay, dann war das jemand anders hier. Es hat sich doch keiner in den Discord geschlichen, oder? Nein. Es könnte nur noch Herr Schmidt sein. Nee, okay. Hier ist jetzt nichts. Gewitter! Warte mal, ich habe ja hier auch Orbs, ja? Ich gehe mal meinen Orbs nach. Ach so, das habe ich noch nicht probiert, den Weg nach diesen Orbs zu gehen. Nee, dann komme ich wieder nach draußen. Ich bin jetzt auch wieder draußen gewesen. Ich suche jetzt mal die Orbs. Ich bin zwar der Meinung, ich habe schon alles durch. Dieses 3-2 Dingens da. Ja. Irritiert mich. Ich laufe gerade den Orbs hinterher. Ich bin gerade auch nachgegangen, dann haben wir den Erfolg bekommen. Die 3 Runen, die du da hast, ja, wo 2 rot wurden und eine weiß, ne? Ja. Jetzt bin ich wieder draußen. Ist das, weißt du noch ungefähr, welche das war? Was Längeres. Weil wir haben doch bei dem anderen, bei dem Fischschleifenweg, ja, haben wir ja doch eine, haben wir doch 3 Runen am Ende. Vielleicht sind das die 3 und wir müssen beide gleichzeitig die eine, die leuchtet, andrücken. Die eine, die leuchtet, okay. Ich versuche es wieder zu finden. Also muss ich dich nochmal hochbeamen, ja? Außer ich kann es von unten sehen. Ich bin am Weg. Ich hoffe, ich finde den Weg. Nein, never gonna give you up. Da wollte ich nicht hin. Warte, ich drück mal die Plattform. Vielleicht hörst du es. Als ob ich zuordnen kann, wo ein Geräusch herkommt. Das glaubst du selbst nicht. Ich habe gefunden. Das müsste, ja, die hier sein. MSCFCM. MSCF. MFC? Was? MSCFCM. Also das zweite C sieht ein bisschen anders aus, aber. MS größer als FCM. Okay. Muss ich jetzt den Weg zurückfinden? Nee, das ist doch wieder verkehrt hier, oder? Ah, ich habe wieder zurückgefunden. So, dann gehe ich jetzt rüber. Sollen wir gleichzeitig drücken? Ich habe gerade einmal gedrückt, um die Buchstaben anzugucken, aber nee, das ist es nicht. Ich zeige dir mal, ich habe mal ein Bild gemacht von den Buchstaben. Ich gehe gucken. Was habe ich gesagt? MSC. Und dann noch irgendwas mit C, aber das sieht nicht so aus. Ich klicke da jetzt auch mal eben drauf und gucke, was bei mir für Symbole stehen. Da war wieder der Running Man. Oh, ich bin verkehrt gelaufen. So, ich schicke dir auch Bild. Also wenn ich das jetzt mal so mir angucke, es sind die gleichen. Nee, sind es nicht, oder? Doch. Welches ist denn?
Moment. Ich hoffe, ich blende das im Schnitt ein. Nee, sind nicht die gleichen. SC. Ach nee, die sind vertauscht. Okay. Was mit C hast du nicht? Wir müssen also die gleiche finden. Die S. Fisch FC. Oder? Also bei dir unten links, bei mir unten links und bei dir rechts, ne? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück. Drücken das. Warte, ich muss mein Dings wieder sehen hier. So. Ich muss dann unten links und du musst rechts drücken. Okay. Bist du bereit zum Drücken? Ja. Los. Ich hab gedrückt. Ich drücke unten links. Ja! Red ja. Is go. Time runs short. Condemned soul. Aber was ist jetzt passiert? Eine gute Frage. Wir haben eine Katze aktiviert. Ich glaube, ich muss jetzt hier auch so wie du nochmal diese Bücher anklicken, oder? Das kann sein. Echt jetzt? Jetzt schreit Rocky vor der Tür auch. Ich mach da mal auf. Ich weiß nicht, ob die sich hören können hier. Ja, kommen Sie rein. Ich muss den Kater einmal zudecken. Er hat jetzt nämlich ein neues kleines Deckchen und damit möchte er zugedeckt werden. Na. So. Der Kater liegt, Kater ist zugedeckt. Beobachtet mich und guckt Nein. mich verurteilend an, dass ich keine Zeit zum Kuscheln habe. Plauschi, ja? Ich komme aus dem Labyrinth nicht mehr raus. Das sieht plötzlich anders aus. Okay. Ich gucke. Hattest du bisher da einen rennenden Skeletti-Mann? Mm-mm. Hier liegt auch schon wieder einer. Aber ein Grab, in dem es klopft. Ach, das ist ja auch nett. Das geht das wieder über das Navigationssystem. Bei dem Klopfen im Grab liegt ein Buch. Ich lese mal das Buch. Ja. We lay Richard Heiter so he may rest. Okay, wir haben ihn einen Richard Heiter. Hither. Den kennen wir noch nicht, ne? Oder Richard? Ich bin mir nicht sicher, ob das Hither ist, glaube ich, kein Name. Das ist klein geschrieben. Wir haben ihn zur Ruhe gebettet, so dass er in Frieden ruhen möge. Wenn die Zeit kommt, soll er wieder auferstehen und unser Land retten. Ich konnte wieder zurücklaufen und es ist jetzt direkt gegenüber des Spiegels ein Weg frei geworden. Okay. Bist du sicher, dass du da nicht mehr rauskommst? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt habe ich den Gang vor lauter Skeletten, Särgen. Noch hinter den bekannten Religionen und Sekten des Westens und des Orients sind noch mehr Kulte, die man noch nicht kennt. So ein Kult scheint in dem Zeitalter der Wikinger gefunden worden zu sein. Deren Schriften wurden in der neuen Welt entdeckt und tief in den Höhlen des Kontinents versteckt. Der Devout Zealots, keine Ahnung, können in Venetian Back Alleys gefunden werden. Ich bin verwirrt. Ja, inquiring them about their faith yielded unending praise for the celestial. Vielleicht ihren Priester? Prediger? Kultmitglieder? Können ich glaube, wir sollten es den Hinterhöfen gefunden werden? Den größeren YouTubern nachtun und einfach Google Lens draufhalten. Das ist eine super Idee. Habe ich aber nicht. Wie? Du hast doch ein Android, oder? Wenn du den Home-Button gedrückt hältst, dann hast du den Google-Assistenten, oder? Ich habe keinen Home-Button.
Ich habe noch ein ganz altes Handy. Du hast ein Seniorenphone, ne? Ja. Okay. So, was ist denn jetzt? Kommst du jetzt mal da raus? Oder? Auf jeden Fall ein Experte vom bayerischen Enlightenment. Okay. Was auch immer Bayern damit zu tun hat jetzt. Ja, yeah, I try. Hä? Was ist denn hier der Unterschied jetzt gerade? Ich kann an dem Spiegel irgendwas drücken und das macht meine Laterne einen Tacken heller. Oder auch nicht. Wie kann man sich denn so dermaßen plötzlich verlaufen? Ich weiß nicht. Ich springe auf Büschen rum und versuche, durch die Wände zu glitschen. Okay, ich habe die komischen Gargoyles wieder gefunden, die miteinander reden und ein großer Gargoyle in der Mitte hinten steht. Okay. Und ich dann einen Erfolg kriege, dass ich kein Geschenk mitgebracht habe. Oh, mir ist gerade was aufgefallen. Bei dem Spiegel sind ja links und rechts 4 Säulen, ne? Jeweils 2. Und da sind ja so Kugeln drauf. Ja. Es sind jetzt 3 Stück weg. Es ist nur noch eine da. Okay. Dann wäre es nett, wenn die eine mir sagt, warum ich nicht mehr hier rauskomme. Ich laufe den Weg zurück. Bin den ja auch schon 100-mal gelaufen, ja? Mhm. Aber die Technik der Krankenkasse ist weg. Oder sind jetzt Wege, die ich nicht kenne? Ich guck gerade mal. Ich glaube, nee, das ist noch da. Okay, keine Panik. Ich mache jetzt den Labyrinth-Trick. Genau. Ja, dann warte ich auch noch mal ein bisschen hier durch. Vielleicht habe ich ja doch noch irgendwo ein Buch übersehen. Kann ich das irgendwo sehen? Nee, ne? Doch, 5 von 6. Oh. Ich muss hier noch was lesen. And they did. The Empire had fallen. Their prophets came with food and water. Was? Ihre Propheten kamen mit Essen und Wasser? Michael, ihr Namen, ein Prophet. Ich habe den Weg rausgefunden. Oh. Yay. Jetzt suche ich gerade noch das letzte Buch. Oder ist das von uns zusammengezählt? Oh, wieso rennst du hier wieder? Keine Ahnung. Der Skelettmann ist gerade wieder lang gerannt. Guck mal, ob du jetzt alle Bücher hast. Ich habe noch ein Buch angeklickt. Hier ist noch eins. Nee, das hatte ich schon. Wenn du Escape drückst, siehst du dann auch 5 von 6? Und da steht bei dir was? Ich habe 5 von 7. Oh, dann halt. Okay, vielleicht kommen die. Aber hatten wir gestern, als wir aufgehört haben, nicht 6 von 6? Also ich hatte 6 von 6. Keine Ahnung. Dich hier schon. Oh, das hatte ich noch nicht. Habe ich das schon vorgelesen? Blut an den Wänden. Ja, doch. Schattenfigur, Welcome Home. Ja, jetzt habe ich 6 von 6. Gut, jetzt versuche ich den Weg zurückzufinden. Ha, bin wieder zurück. Okay. Das heißt, du bist jetzt im Hauptraum beim Spiegel? Mhm. Genau. Und ist bei dir auch da gegen... Da ist ein neuer, eine Sanduhr. Genau. Ja, da gehen wir jetzt rein. Okay. Ich habe gleich am Anfang ein Buch. Bitte lesen Sie. Ich befürchte, dass die Illusionen und die Hysterie angefangen haben, mich zu beeinflussen. Da sind Dinge hier, wo ich denke, die bewegen sich und sie schauen mich an. Ich kann fühlen, wie sie ausatmen, wenn ich von vorbeilaufe oder die Luft anhalten. Dieser Ort wird immer unheimlicher, je weiter ich ihn erkunde.
Das merkwürdige Gefühl, das Fred erwähnt hat, wird immer präsenter. Aber es ist nicht so unglaublich erschreckend, horrifying, als wie er es beschreibt. Aber wir müssen hier raus, solange einer von uns noch bei etwas Verstand ist. Ah. Ich habe nur Wand, 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 Baum, Baum, Baum. Oh, was ist das? Ich hab Kinder. Hier sind viele Kinderstimmen. Hier ist eine Wir gehen Platte. auf einen offenen Platz mit einer Platte. Ich bin gerade auf eine Platte gelatscht. Ist bei dir Und was ich habe hier passiert? zwei Zeichen an der Wand. Ich auch. SX und RM. F mit einem Pfeil nach oben und CP. Ja, das sind meine Platten. Ich bin gerade auf. Okay, mach mal diesen F mit dem Pfeil unten. Mit dem. Du meinst. Also F mit dem Pfeil. Nee, ich So. habe jetzt RF gemacht. Du willst den anderen. Nee, ich habe CP und F mit einem Pfeil. RF habe ich auch als Platte. Warte mal, dann geh mal auf RF und bleib mal drauf. Okay, warte, ich gehe. Okay, bin drauf. Ich auch. Passiert nichts. Okay. Nee, ich guck mal erstmal, was hier noch so ist. Ja, Nicht hier diese laufen überall Wand hoch. Treppen hoch. Okay, man kann da hoch. Oh, hier ist noch eine SX-Platte. Warte mal, SX ist das, was an der Wand steht. Hast du eine RM-Platte? Noch nicht. Nee, ich habe eine SX-Platte. Okay, dann geh du mal zur SX-Platte. Ich guck noch mal, ich habe nämlich eine RM-Platte, glaube ich. Oder? Okay, steht drauf. Nee, das ist eine RF-Platte. Das ist was anderes. Habe ich nicht gerade eben eine gesehen? Was ist hier? Gott, bitte lass hier nichts rausspringen, sonst dreh durch. Ich habe eine RM-Platte, okay. Steht drauf. Ist irgendwas passiert? Bei mir springt das Bild immer wieder. Und der Ton knackt so ein bisschen. Komisch. Oder müssen wir, aber weiß ich nicht, es macht keinen Anschein, als müssten wir beide erstmal zusammen auf SX und dann auf RM. Was ist denn hier ganz, ganz oben? Noch mehr Treppen. F mit Pfeil nach oben. Ich sehe nicht, dass irgendetwas passiert. Merkst du, also ich laufe gerade so ein paar Platten ab. Merkst du bei dir irgendetwas? Nee. Werden auch nur hell. Wir können nichts drauflegen. Ich gehe nochmal zurück in das Labyrinth hier, wo ein Hinweis ist vielleicht. Ich habe eine RM-Platte gefunden. Okay, soll ich wieder zurückgehen? Jetzt muss ich meine RM-Platte suchen. Ich glaube, sie war hier in der Höhle. Ja, ich stehe drauf.
Ist deine unten in so Grasbüscheln oder woanders? Nee, auf so einem Plateau. Da ist meine SX-Platte, glaube ich. Hast du das? Bist Was denn? Das Geknister gerade? Achso, ja, ich habe die okay. Tüte beiseite geschoben. Okay, das hätte auch jetzt hier drin sein können. Ich habe gerade nur gedacht, ich habe irgendwas getriggert. Okay. Deine RM-Platte ist oben. Dann gehe ich mal eben nach... Gott, wo bin ich denn hier? Das ist alles so wüst. Nee, das ist nicht SX. Das ist... Wo ist denn meine SX-Platte jetzt? Das ist hier auch nicht. Gibt es das auf der anderen Seite auch? Also ich musste eine Treppe hochgehen und da musste ich mich runterfallen lassen auf diese Platte. Okay. Das ist nicht SX. Sollte ich hier sein? Was ist denn das? Ah, SX. Und du stehst auf RM, oder? Warte, ich gehe noch mal kurz runter und springe noch mal drauf, ja? Warte mal, ich glaube, weil SX steht bei mir oben und dann RM. Ich gehe mal zuerst drauf, ja? Ja. Ich stehe drauf. Ich stehe auch drauf. Ich höre nichts. Nee. Scheiße. SXRM. Hm. Irgendwas scheint auch in der Mitte zu fehlen. Da ist wie so ein schwarzer Fleck, ne? Kannst du mal zu der Wand gehen, wo SX und RM steht? Ganz nah rangehen. Ich habe keine SXRM. Ach, du hast keine Runen an der Wand? Doch, wie gesagt, C, B und F mit einem Pfeil. Dann geh mal zu denen. Oh, warte mal. Oh, ich bin so dumm. Ich sehe was durchleuchten. Ja. Wo, an welcher Stelle steht unten deine erste Rune? Direkt am Boden oder ein Stückchen höher? Ein Stückchen höher. Meine steht direkt am Boden und darüber ist ein schwarzer Fleck. Ja, ich sehe auch einen schwarzen Fleck zwischen SX und RM und ganz unten ist ein blutiger Fleck und da leuchtet was durch. Ja, das ist meine Rune. F okay, mit einem also Pfeil nach oben. F mit einem Pfeil nach oben. Nee, warte mal, ich habe ganz, ganz oben SX stehen. Ja, und ich habe direkt da drunter, also unter dem schwarzen Fleck, CP stehen. Also es müsste F mit dem Pfeil, dann deine erste, dann CP und dann deine letzte. Warte mal, ich mache dir mal ein Foto. Weil ich will nur sicher gehen, dass wir das hier richtig sehen. Ich bin mir mehr als sicher. Ich denke mal halt von oben nach unten, aber ich habe das Gefühl, SX ist das oberste. Ja, ja. Was steht die erste Rune von unten nach oben gesehen bei dir? Von unten nach oben. Von unten, da ist halt ein Blutfleck. Darüber steht RM. Okay. Meinst du von unten nach oben? Nicht von oben nach unten? Ja, ja. Hier unten im Blutfleck leuchtet was durch wie dieses F mit dem Pfeil nach oben. Ja, lass mich mal kurz überlegen. Was ist die oberste bei dir? SX. Wir können mal beides ausprobieren. Ich ja, gehe auf. Ich renne mal gerade. Also ich würde meine oberste drücken und dann drückst du deine oberste. Und dann so weiter. Nee, eben nicht. Du musst auch erstmal die finden mit dem F und dem Pfeil. Und da musst du drauf. Okay. F und dem Pfeil. Dann sagst du mir, wenn du drauf bist. Okay, Sekunde. Ich habe F und Pfeil gefunden. Soll ich drauf treten? Ja, geh mal drauf. Oh. Aha. Hä? So, was ist deine nächste von unten gesehen, die jetzt unten steht? RM. Okay. Da musst du jetzt drauf oder ich auch? Beide, ja.
Okay, RM suchen. Du warst doch, glaube ich, hier drin. Sag, wenn ich drauflaufen soll. Ja. Hört sich gut an. Ja, die Wand senkt sich. Jetzt müssen wir CP suchen. CP? Ja. Ach so, das ist... Ah, okay, ich hab's gefunden. Bin drauf. Nice. Dann das... jetzt noch SX finden. Scheiße, das hatte ich doch vorhin. Ah. Ich glaube, das war hier hinten irgendwo. SX gefunden. Soll ich drauf? Warte noch, ich muss erst hinlaufen. Ja, meinst du, ganz am anderen Ende? Okay, okay. Okay. Okay, und drauf. Okay. Ha. What do they mean? Rest while you can, condemned soul. So, jetzt kommen wir da rein, wa? Genau. Sieht aus dem Besen. Das ist ein Hühnerfuß. Okay, ich habe geradeaus und nach rechts. Ich halte mich mal immer an der... Sag mal, ich hasse das, dass das Bild so springt heute, ne? Oder bin ich gerade teleportiert? Moment, das muss ich jetzt erst einmal checken. Ich muss da mal irgendwas... Ne, diesmal habe ich auch nichts im Hintergrund auf. Settings. Grafik. Ist schön, dass ich die FPS selber nicht runterstellen kann. Custom. Ah, das macht Sinn. So. Willkommen zu Hause, willkommen zu Hause, willkommen zu Hause. Ganz viel Blut an der Wand und ein Skelett. Willkommen zu Hause auf der anderen Wand. This is your home now too. Er hat was zu essen hier stehen. Hat es aber wohl nicht mehr geschafft. Gibt kein Buch. Jetzt die andere Richtung. Ich habe auch ein Buch. Diese Lichter sind faszinierend. Am Anfang dachte ich, sie sind einfach nur Feuerfliegen, Fireflies. Glühwürmchen. Glühwürmchen, danke. Aber wenn ich eine mit meinen Händen fing, fing es an, meine Hand zu brennen. Nun habe ich Probleme, meinen Stift festzuhalten. Er flutscht mir immer davon, von der Salbe, die ich aufgetragen habe. Was zum... Okay. Was auch immer sie sind, sie scheinen nicht auf meine Präsenz, auf mein Dasein zu reagieren. Aber ihre Wärme ist irgendwie... Willkommen, es fühlt sich gut an. Ich gehe gerade eine Kellertreppe runter, es ist sehr dunkel hier. Ich höre meine eigenen Schritte sehr laut. Es geht immer tiefer. Ich bin auch unten angekommen. The torchlight is deceiving. It will give you grievance. The proceed forward. Make sure you two are in agreement. Ich denke mal, dass wir uns einig sein sollen. Moment. Wow. Um weiterhin Prozess... No. Was? Um weiter... Da kam plötzlich ein Windzug und meine Kerze war aus. Reden wir jetzt vom Real Life oder vom Game? Vom Game? Welche Kerze? Die wir in der Hand haben? Die das ist eine Fackel? Das ist eine Fackel.
Also um weiter fortfahren zu können, müssen wir sicher gehen, dass wir uns... Huch! Ah? Upsi? Was ist Upsi? Meine Fackel ist auch raus. Toggle Torch. Ich wurde gerade wegteleportiert. Wir sollen uns auf jeden Fall... ich auch. Einig sein, um weitermachen zu können. Ah, okay. Ich gehe die Treppe runter. Ich gehe eine Treppe hoch. Ich habe Kerzen vor mir. Okay, warte mal. Da kam ich her, ne? Du gehst eine Treppe runter. Okay, ich gehe auch eine Treppe runter. Ich habe eine... ich kann das nicht beschreiben. Das ist ein Mensch mit einem Skelettkopf auf einem Pharaonensarg. Hier sind Kerzen, ja. Kann man die anmachen? Nein. Nee, aber es geht drei Wege. Einer geradeaus, einer rechts, einer links. Und wenn ich einen Weg lang gehe ohne dich, werden wir zurückteleportiert. Okay, wo möchtest du lang? Ich wollte rechts lang gehen. Okay, dann gehen wir rechts lang. Oh, ich bin teleportiert worden. Müssen wir wirklich genau gleichzeitig da reingehen? Ich glaube, ja. Okay, warte, ich komme nochmal. So, ich stehe jetzt genau vor dem rechten Gang. Du auch? Ich auch. Okay, 1, 2, 3. Okay. Ich habe hier zwei Glühwürmchen, die nach unten gucken und ich laufe einfach weiter. Ja, ich auch. Hier sind mehrere Glühwürmchen. Hier sind wieder ein paar Glühwürmchen und es läuft einfach ins Nichts. Also da, wo die drüber schweben. Ja. Ich bin bei einer Engelstatue angekommen. Hier sind viele Schattengestalten. Einer sieht aus wie ein Ritter. Der nächste ist von einem Degen erstochen. Das ist wieder ein Ritter. Ich habe drei kniende Engel und ein großer, der die Hand nach oben hält. Und in der Mitte ist eine Schattengestalt mit einer Fackel, wahrscheinlich unser Vorgänger, und ein Schwert in seinem Brustkorb. Rechts geht's nach unten, geradeaus geht's nach unten, links geht's auch nach unten. Wo gehen wir lang? Mir egal, ich habe rechts, links, geradeaus. Ja, ich auch. Dann gehen wir rechts wieder. Also ich stelle mich an die Treppe. Stehst du auch an der Treppe? Bei mir ist keine Treppe. Oh, scheiße, ich bin wieder zurückteleportiert worden. Ah. Okay, nochmal runter. Und nochmal rechts und sag, wenn wir durchgehen können. Ja. Los. Hä? Sag mal, also wie sensibel ist denn dieses Ding bitte? Sag nochmal wann. Mach mal besser 3, 2, 1. Okay, ich stelle mich jetzt ganz genau vor diesen Durchgang, ja? Mhm. Okay. 3, 2, 1. Was zum... Dann gehen wir jetzt einen anderen Weg. Jetzt bin ich beleidigt. Jetzt gehen wir nach links. Okay. 3, 2, 1. Hä? Laufen wir auf 1 los? Oder du erst nach 1 und dann laufe ich los. Ja, ich auch. Oder soll ich 3, 2, 1, go sagen? Mach mal. Und dann laufen wir, bei Go drücken wir W. Okay? Ja. 3, 2, 1, go. Ich nicht verstehen. Ich auch nicht. Hoppala. Hä? Bin ich zu weit gelaufen. Machen wir es nochmal. Also jetzt erzähle ich, ja? Bei Go laufen wir. Wir sind links im Gang? Ja. Okay. 3, 2, 1, go. Nee. Wie haben wir das denn vorhin gemacht? Ich will auch nicht zu nah dran stehen. Bis wohin kann ich denn reinlatschen ohne dich? Hä? Bist du gerade auch reingelatscht? Nö. Ich schummel gerade. Hm? Wenn du immer nur W antippst. Ich laufe da gerade rein. Ohne dich. Und jetzt kann ich laufen. Gesundheit?
geschluttert? Hast du nicht genossen? Nein. Ich würde nicht nur einmal niesen. Ich niese 6 bis 12 Mal. Leider. Ich bin wieder bei der Engelsstatue. Ich auch. Ich bin wieder am Anfang, wenn ich da jetzt reinlaufe. Warum wird das jetzt nicht wegteleportiert? Verstehe ich nicht. Habe ich das Spiel jetzt ausgetrickst? Glaube ja. Also hier ist eine Sackgasse. Wollte ja nur gucken, wie weit ich da reinlaufen kann. Ja, jetzt bin ich auch tatsächlich wieder da. Und jetzt nicht mehr. Jetzt hat es mich teleportiert. Mich auch. Gut, wir gehen die Treppe runter. Jetzt gehen wir geradeaus. Ich tippe mich jetzt da rein. Also ich habe mich schräg hingestellt, also mit dem Blick zur linken Wand. Tippe mich mit D hinein. Ja, und dann kann ich laufen nach ein paar Metern. Klappt es bei dir auch? Ja. Komisch. Es ist wieder der gleiche Weg. Ich denke, wir werden da mal wieder auskommen, oder? Ja. Ich stehe jetzt in der Mitte auf dem Toten quasi. So, ich kam jetzt aus dem Weg. Da geht's runter, da geht's runter, da geht's runter. Es ist immer doch dasselbe. Aber wie sollen wir uns jetzt erklären, wo wir lang gehen? Weißt du noch, wo du rausgekommen bist? Also ich habe hinter, da wo ich rausgekommen bin, ist halt ein glatter Weg und nach links, geradeaus und rechts gehen Treppen runter. Ist das bei dir auch so? Okay, wie sieht's bei dir aus? Geradeaus? Ja. Also ich habe geradeaus, wie gesagt, diese Engelstatue. Okay. Rechts ein Weg mit Orbs. Links geht's um eine Ecke, da kann ich nicht reingucken. Und geradeaus geht's auch um eine Ecke. Mit Orbs meinst du so kleine Pünktchen? Ich sehe so kleine Pünktchen von weitem. Ne, die ganz normalen großen Lichtkugeln. Ach so, die habe ich über jeden Gang oben drüber und jeder ist rot. Außer da, wo ich herkam, da ist keine drüber. Hä? Jetzt ist geradeaus keine mehr. Doch, wenn ich nah genug rangehe, ist da eine drüber. Aber da, wo ich herkam, nicht. Also ich finde, Engelsstatue klingt doch dann am auffälligsten, oder? Und die war, wenn du aus dem Gang, wo wir herkamen, reinläufst, geradeaus oder wo? Genau. Egal, wo ich lang gehe, ich komme immer in diesem Raum mit dieser Engelsstatue raus. Also ich tabbe mich jetzt nach geradeaus hinein. Okay? Ja. Okay. Map. Ich verstehe das nicht. Hoppala. Boah, der Part gefällt mir überhaupt nicht, ne? Nein. Upsi. Ich gehe jetzt nach rechts. Ich finde hier auch kein Buch und kein Nix, ne? Keinerlei Erklärung. Kann ich hier runterfallen? Nee. Wollte mich in die Verdammnis stürzen. Nix. Keine Runen, kein Nix. So. Wieder im großen Raum. Und immer ist hinter mir, egal von welcher Seite wir kommen, hinter mir normaler Gang und geradeaus links, rechts Treppen nach unten. So, was ist denn mit dir hier unten auf dem Boden? Der ist so halb in den Boden eingelassen. Ich meine, die Fackel zeigt nach geradeaus, aber auch nicht offensichtlich. Was ist mit euch hier? Der hat einen Degen drin, der zeigt in die Richtung. Der zeigt nach. Oh, okay, die haben in jeder Ecke. Schatzi? Ja. Kämmst du gerade das Mikro? Nein. Ich kämme doch nicht das Mikro. Das klingt so. Der
zeigt nach da. Was mit dir in Ecke? Okay, der hat ein Speer im Rücken. Das zeigt in eine andere Richtung. Was ist das da? Nee, irgendwie. Das gibt für mich keine Hinweise, in welche Richtung es jetzt richtig wäre. Der hat ein Schwert drin und das Schwert zeigt in die Richtung. Ja, das ist aber gegen die Wand. Oder warte mal, oder muss ich den folgen? Moment. So, dieses Schwert. Schwert oder Hand? Kann ich die Hand bewegen? Nee, ist der Schatten. Zeigt mit viel Fantasie in diese Richtung. Nee, in diese Richtung? Der zeigt in diese Richtung. Nee, irgendwie bin ich zu blöd dafür. Ah! Überall ist ein roter Orb drüber. Die Kerzen sind aus. Die Wachen sind noch weniger sichtbar. Die haben halt nur verschiedene Sachen im Rücken. Mal ein Speer und mal ein Dolch. Welche Sachen siehst du sonst noch so? Nur diese Engel. Nur diesen Engel. Und ist er mittig im Raum oder bei irgendeinem Durchgang? Genau mittig. Guck mal, ich hab dir einen Blick geschickt. Achso, warte, ich guck. Okay. Das hilft jetzt auch nicht. Obwohl, der zeigt nach links. Also da, wo wir hergekommen sind, läufst du so auf diesen Engel zu. Genau, aber das links, wo du siehst, ja, das ist eher in die Ecke links neben mir, anstatt in den Gang. In die Ecke links neben mir als in den Gang? Ja, er zeigt nicht in den linken Gang. Ach so. Ja, so habe ich das mit den Schwertern und Dolchen hier. Komm, wir gehen jetzt ganz langsam, tappen uns nach links trotzdem. Ja? Also ich steh schon am Durchgang. Du auch? Nee, warte. Ich habe mich nicht bewegt. Nee, ich bin zu schnell getappt, glaube ich. Nach rechts reintappen? Okay, ich wollte gerade mich umdrehen. Na toll. Oh, ich versuch's nochmal. Nach rechts in den Gang, ja? Ja. Okay. Tap, 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 tap. Okay. Bin drin, kann laufen. Ja. Hei, ja, ja. Wir können auch, also ich bin jetzt im vollen Lauf, obwohl wir sind nicht gleichzeitig mit dem Lauf. Jetzt bin ich bei den Engeln. Okay. Jetzt gehen wir zur linken Seite, stellen uns wieder schräg in den Durchgang und wir tappen uns rein in 3, 2, 1, tap. Nein. Wieso will das nicht? Ich bin für eine Pipi-Pause. Ja. Gut. Later. So. Okay, jetzt auf jeden Fall geradeaus, weil wenn du deine Fackel ausmachst, siehst du plötzlich... Noch sehe ich nichts. Ich gehe erstmal hier runter. Und hier sehe ich erstmal gar nichts. Oder? Ach so, doch, ich sehe nur beim... Nö, okay, aber wir gehen... Geradeaus. Geradeaus gehen wir. Ja. Okay. Da sehe ich jetzt einen Orb rumfliegen. Mehrere Orbs. So, ich bin jetzt wieder beim Engel. Okay, warte, ich bin gleich da. So. Tee. So, Fackel aus und es heißt geradeaus. Wir gehen geradeaus? Beim Engel jetzt? Ja. Was weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Da sehe ich nichts. Du bist geradeaus. Okay. Ich bin schon die Treppe halb runter. Es scheint zu funktionieren. Jetzt bin ich in... Bin ich in einem Raum voller Vasen. Ich habe hier so eine Skelett-Wikinger-Leiche liegen. Ich mach gleich die Fackel aus. Ich möchte nur einmal die Viecher gucken. Wir müssen wieder geradeaus. Ach so, diesmal kannst du es gucken, ja? Okay, wir gehen geradeaus. Okay, es funktioniert. Treppe runter.
und wieder eine Treppe rauf. In einem Raum mit riesigen Kristallen. Ich bin noch nicht da. Jetzt habe ich eine riesen Treppe mit ganz vielen Orbs. Ein Raum mit vielen Schädeln, vielen komischen Schattenwesen. Und wir müssen nach rechts. Okay. Viele komische Orbs, wieder eine Treppe. Ich nutze die Springfunktion viel zu selten. Wow. Irgendwas ist zugegangen. Oh, was ist das? Okay, weiter hoch, jetzt gehe ich weit nach oben. Hä? Bin wieder draußen. Also beim Spiegel. Hä? Du auch? Noch nicht. Oh. We're going dark. Follow the spirits. Jetzt sind über den Säulen überall die Orbs. Gehen wir durch den Spiegel? Ja. Welcome home. Er atmet schwer. Ja. Macht mich ganz nervös. Was denn? Ich sehe nur weiß. Ja. Du auch? Und plötzlich Stille. Ja. Dumm, dumm. Jetzt fängst du mir auch mit dem, dumm. Aber es passiert nichts. Welcome home. Wait for your friend to finish before going back to the main menu. Steht bei mir jetzt auch. Ich hab Welcome home. Okay. Das war's. Das war's. Ich dachte, vielleicht finden wir uns oder so. Ja, ne? Ich habe 6 von 6 Büchern. Hast du auch alle Bücher? Ich habe 7 von 7 Büchern. Ja, dann haben wir doch alles erreicht. Ja, dann. Tschüss, YouTube.